diese Gebäude hängen alle zusammen. Jo, das ist krass. Sie wird von nichts gehalten. Heute selbst an den verlassensten Orten dieser Welt fehlt man Pfand. Seht ihr das da unten? Das Pfandflasche. Da ist eine Pfandflasche. Ey, das könnte ohne nichts sein. Das ist wirklich zu eklig. Okay, ich zeig's euch, Leute, aber ich zensiere es. Boah. Oh Gott. Nee, mach weg, mach weg. Das kann man überhaupt nicht geben. Was haben wir denn da? Ja, moin Leute. Hier ist Daumen sucht Saune, Kollege. Und wir sind hier in Sülzhain, beziehungsweise außerhalb von Sülzhain. Mach mal so von unten so, wenn sieht das mal so wie aus. Wir sind hier in Sülzhain. Ja. Und wie heißt diese Umgebung hier? Du bist der Daune-Kollege. Ich bin der Daune-Kollege. Und ich kann die Taschenlampe auch halten. So. Und ja, was war denn das hier früher mal? Erklär uns das mal bitte. Das war eine Klinik. Ah ja. Eine Lungenklinik. Okay. Und ich war hier schon ganz oft, also es ist nichts Spektakuläres, aber wir nehmen euch trotzdem mit und strecken das Video über 10 Minuten. Alles auf klar. Jeden Fall. Werbung und Klicks, Leute. Und Basti stinkt, steht da. Und dahin steht Deutschland und dieses Stück Scheiße. Scheiße. Da vorne. Ach nee, hier war das gar nicht. Hä? Oh nee, ist auch zusammengebrochen. Oh. Alter, es hat sich so viel verändert schon wieder. Ah, siehst du? Guck mal. Ja genau, dann kommt man hier nämlich gar nicht mehr hoch jetzt, weil diese Dings, die hier lag, ne? Diese Tür war hier am Rand, okay. Sodass man da noch hochgehen konnte. Jetzt ist es nicht, jetzt ist das zwar der einzige Weg. Ja, wow. Super, weil die anderen Treppen sind nämlich auch auseinandergebrochen. Leute, seht ihr die Fledermäuse? Alter! Ah. Die fliegen die guck mal, Fledermäuse. Ja, Mann. Alter, hoffentlich fliegen die mir nicht ins Gesicht. Junge, du hast mir so Angst damit gemacht, ne? Heftig. Guck mal, ich will dich streicheln. Ja, komm, lass mal runter. Ja, ich will nicht, dass sie mir gegen den Kopf fliegen. Ich will mir den Hals beißen. Ja gut. Alter, guck mal. Ach du Scheiße. Ich komme ja bald zu. Ja, dann lassen wir das lieber. Alter. Ja. Shit. Ja. Lass mal hier. Hier sind miese Fledermäuse am Start. Ey. Also es sieht von außen echt klein aus, ne? Aber diese Gebäude hängen alle zusammen. Ah, sorry, Tobi. Oh, wer ist das denn? Das ist Steve. Fledermaus. Wie süß! Ja, das macht sie ganz nicht. Oh. Scheiße, wie das aussieht, wenn die auf den Zug fliegt. Das. Man merkt einfach mal, wie schwach meine Taschenlampe im Gegensatz zu der OLED ist, ne? Ja. Können wir Fahrstuhl benutzen jetzt? Ja. Gut. Alter, hier drin mal so eine Zombie-Apokalypse. Ich bin einen Backen gelassen. Black Ops Zombie-Modus, Alter. Oh, du krass. Black Ops Schulmodus. Das Gebäude ist aus den 1800er Jahren oder so. Ich erschrecke mich ständig, wie die Fledermäuse. Alter, dieser. Junge. Ich erschrecke mich immer, wenn die Fledermäuse an einem vorbeihuschen. Ciao, Tobi. Alter, was so. Das ist. Also, die war auch letztes Mal noch nicht offen. Jetzt kommt dir so ein Gesicht auf der anderen Seite hochgeschossen. Fick dich. Fick dich. Das habe ich auch schon gefragt. Das war wohl irgendwie mal so eine Art
Kirche oder so ein Kirchensaal oder so ähnlich. No. Findet ihr, die Heizung ist rostig? Schreibt es in die Kommentare. Geh mal durch die Tür dahin. Pfandflasche. Ich wollte selbst an den verlassensten Orten dieser Welt finden, mein Pfand. Der ist aber noch gut. Na, auf jeden. Kannst du mal kurz reinpacken? Ja, dann halt mal kurz. Oh, Junge, leucht mal rein. Beziehungsweise, warte. Was ist denn da drin? Schimmel oder was weiß ich. Hey Leute, guckt euch das mal bitte an. Seht ihr das da unten? Das Pfandflasche. Pfandflasche. Scheiße, wie kommen wir jetzt da ran? Elias klärt das runter, oder? Ah, fuck, Alter. Ich kann nicht widerstehen. Oh, das ist bestimmt richtig creepy. Ich glaube, da kommen wir nicht dran. Scheiße. Fuck, Alter, eine Pfandflasche liegen lassen, ey. Fuck. Schlimmste Albtraum ist wahr geworden. Mist, Alter. Fuck. Dein Schwanz raus. Jo. Umschalten. Flasche. Alter. Hol sie dir. Das ist wie so eine Schnitzeljagd. Ich hab das gesehen, das ist ein Müllwegwerfsim. Guck mal auf die Schriftzeichen und so. Das ist auf jeden Fall kein Deutsch. Ja, perfekt. Haben wir in Deutschland. Das ist ja mal richtig behindert. Passt jetzt zu dir. Hier hoch. Da lag eben eine Grabkerze. Vielleicht gerade dran gezoomt. Du kannst einfach auf den Zug gehen, der macht nichts und du kannst ja einfach streicheln. Ja, genau. Das wäre doch so geil. Natürlich wäre das geil. Der Fuchs. Jetzt kommt der Fuchs. Alter, wie geil. Wie geht's gleich? Besuch. Also wir haben wieder einiges erlebt heute, ganz ehrlich. Ja. Ich habe noch nie einen
Fuchs auch so nicht sehr gut gesehen. Ein